Es war eigentlich noch schöner am Abend, am Vortag, ehe ich weg bin, war am Abends die HVA-Parteikonferenz. Und da sagte Mischa Wolf, sagte, das Allerschlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn es dem Gegner gelingt, in unsere Reihen einzudringen. Da dachte ich, jetzt kommt als nächstes und da haben wir den, von dem ich spreche. Also das war mir ein ganz eigenartiges Gefühl. Das ist in diesen ganzen 7 Jahren, die ich dort war, nur einmal so gesprochen worden und genau an dem Tag vorher hat er die Rede an den gerichtet, den es betraf. Es gibt keinen Zufall im Leben. Aber ich glaube, die hatten irgendwie einen Hinweis darauf, dass es eine undichte Stelle gab. Also sie wussten ja, dass es einen Agenten gab. Aber sie wussten nicht, dass der im MFS saß. Aber müssen sie das Gefühl gehabt haben, bei uns stimmt was nicht. Wahrscheinlich kam aus dem BND Rückmeldung, dass da ziemlich manchmal ziemlich Hektik herrschte.